Montag. Nicht nur einmal hatten sie zusammengesessen und verhandelt. Michael Oenning, Frank Arnesen und Mladen Petric. Doch nun ist die vorzeitige Vertragsverlängerung des Kroaten erst einmal geplatzt. Petric, dessen Kontrakt 2012 ausläuft, will sich mit der Entscheidung über seine Zukunft noch Zeit lassen. Die Gespräche sind bis auf Weiteres vertagt. Dienstag. Die Südamerikaner sind wieder da. Pünktlich vorm Saisonauftakt melden sich Paolo Guerrero und Thomas Rincón nach erfolgreicher Copa America und einer Woche Urlaub beim HSV zurück. Ich freue mich natürlich, so hier in Deutschland wieder sein, und ich konzentriere mich ab heute zum Fußball und zum HSV. Das beginnt am Freitag, und ich hoffe, dass ich am Freitag fit bin. Ich versuche diese Tage jetzt mich fit zu werden, und ja, ich hoffe, ich kann am Freitag wieder dabei sein. Angesprochen auf die erneuten Wechselgerüchte um seine Person findet Guerrero, der sich bei der Copa America neben dem dritten Platz mit Peru auch den Titel des besten Torschützen holte, klare Worte. Ich bin bei HSV und habe Vertrag hier noch. Ja. Und ich bin glücklich hier. Dann wäre das ja wohl geklärt. In der neuen Mannschaft soll Guerrero, mit 27 Jahren schon einer der Älteren, in dieser Saison endlich eine Führungsrolle einnehmen. Mittwoch. Hier sehen wir den alten und neuen HSV-Kapitän auf dem Weg zum Training. Heiko Westermann wird auch in der kommenden Saison die Binde tragen. Das bestätigte Trainer Michael Oenning bereits vor der 1:2 Testspielpleite gegen Valencia am Dienstagabend. Donnerstag. Hallo, ich heiße Per. Ich komme aus Trondheim, Norway. Endlich ist er da, der letzte Neuzugang des HSV. Per Skjelbred absolvierte heute seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. In Hamburg soll der 24-Jährige die Offensive ankurbeln. Sowohl auf der halblinken als auch auf der halbrechten Seite. Ist sicherlich kein klassischer Zehner, aber ein sehr, sehr erfahrener, sehr ballsicherer Spieler. Und das ist eben sehr wichtig für uns, gerade im Spiel nach vorne. Wir haben viel Tempo, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die sehr ballsicher sind. Erst einmal muss sich der sympathische Norweger, der beim HSV die Rückennummer 25 erhält, allerdings in Hamburg einleben. For me it's a bigger step to come to Hamburg anyway. Für mich ist es ein riesiger Schritt, nach Hamburg zu kommen. Die Liga in Norwegen ist nicht so gut wie hier. Der HSV hat ein großes Team und ich werde mein Bestes tun, um es zu verstärken, den deutschen Fußball und die Sprache so schnell wie möglich zu lernen. Dann werden wir sehen. Auch wenn er nur zuschauen wird, die Reise zum Bundesliga-Auftakt nach Dortmund will Skjelbred auf jeden Fall mitmachen, um seine neuen Kollegen und die Liga schnellstmöglich kennenzulernen. Freitag. Jetzt wird es ernst. In Dortmund eröffnet der HSV am Abend gegen den BVB die Bundesliga-Saison 2011-2012. Dortmund als amtierender Meister und sicherlich auf dem Weg zur versuchten Titelverteidigung wird zu Hause versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und wir werden alles dagegen setzen, dass das nicht passiert. Dementsprechend habe ich schon den Eindruck, dass jetzt so dieses positive Kribbeln bei allen da ist. Es ist positive Unruhe, wie ich es mal nennen, ist da. Das ist so dieser Vorstartzustand, und keiner weiß so genau, wo es hingeht. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir jetzt volles Rohr in die Meisterschaft starten.